Hallo da draußen, YouTube hat mal wieder etwas an den in Anführungsstrichen Partner-Features geändert. Warum in Anführungsstrichen? Es sind ja eigentlich gar nicht mehr so richtige Partner-Features, denn die allermeisten davon sind jetzt ja, sage ich mal, für den Durchschnitts-YouTuber jetzt auch zu haben. Und da hat YouTube nämlich jetzt einen weiteren Schritt gemacht und den gucken wir uns mal an. Wir sind hier auf youtube.com/account-features, Link natürlich in der Videobeschreibung. Und das ist hier diese Seite. Und wenn wir uns die mal angucken, dann sehen wir als erstes hier, okay, hier ist unser Konto angezeigt, mit dem wir angemeldet sind. Und daneben steht Partner und dann so ein Bestätigen-Button. So, was wir also hier machen können, ist, wir können uns sozusagen als YouTube-Partner, nicht als der absolute volle YouTube-Partner, aber als eben dieser zweitrangige, in Anführungsstrichen, YouTube-Partner bestätigen. Da gibt es natürlich ein paar Bedingungen, die stehen dann hier auch direkt drunter. Man darf nicht gegen die Community-Richtlinien verstoßen haben. Man darf keine Urheberrechtsbeschwerden irgendwie bekommen haben. Und ja, und auch keine Content-ID-Ansprüche oder so etwas dürfen auf dem Konto sein. Und wenn das alles cool ist, also wenn man sich schön benommen hat auf seinem Account, was wir natürlich alle haben, dann kann man sich eben hier mit einem Klick auf diesen Bestätigen-Button hier als Partner bestätigen lassen. Da muss man dann noch seine Telefonnummer und so angeben. Aber bevor wir uns das angucken, gucken wir uns hier das unten an. Hier sind nämlich so alle Funktionen aufgelistet, die wir jetzt bekommen können. Ja? Wir haben die meisten jetzt hier schon bestätigt, also beziehungsweise aktiviert. Das sieht man hier in diesem grünen Punkt, bis auf diesen einen hier. Und wir gehen jetzt einfach mal von oben nach unten durch. Ja, als erstes natürlich hier die Monetarisierung, also Werbung auf die eigenen Videos schalten, ist ja klar. Die unbegrenzten Uploads, ja, also die meisten wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute noch überhaupt unter 15 Minuten hochladen können. Aber auf jeden Fall, falls man das noch nicht hat, kann man es hier dann eben aktivieren, dass man eben Videos hochladen kann, die länger sind als 15 Minuten, quasi unbegrenzt. Die externen Anmerkungen, ja, eine an sich interessante Funktion. Also wer schon mal Anmerkungen in ein Video gepackt hat, wird festgestellt haben, dass man da Links reinmachen kann. Allerdings eben nur auf YouTube. Und mit diesen externen Anmerkungen kann man dann eben auch auf andere Seiten verlinken. Aber, das ganz große Aber, nur auf Seiten, die YouTube auch will, dass man das tut. Also die dann irgendwie mit YouTube zusammenhängen oder kooperieren oder was auch immer. Auf jeden Fall gibt es eben diese begrenzte Liste an Seiten, auf die man verlinken kann. Muss man dann eben auch freischalten. Ist dann halt die Frage, wie sinnvoll ist das, wenn es eben nur so ein paar Seiten sind. Die benutzerdefinierten Thumbnails, das ist wiederum wesentlich interessanter. Ja, eigene Thumbnails in den Videos. Wir haben das jetzt schon seit geraumer Zeit, aber das ist auf jeden Fall eine Funktion, die ziemlich interessant sein sollte für jemanden, der YouTube irgendwie ernsthaft verwenden will. Ja, also das einfach mal so das eigene Thumbnail benutzen können für die Videos und nicht irgendwie da ein von YouTube vorgeschlagenes nehmen. Das ist, glaube ich, schon ziemlich cool. Ja, Content-ID-Anfechtung. Offensichtlich konnte man sich vorher nicht, wenn man so einen Content-ID-Anspruch bekommen hat, nicht dagegen wehren. Nochmal kurz zusammengefasst, also Content-ID-System von YouTube, ja, das erkennt quasi automatisch in gewissen Rahmen, ob man einen Urheberrechtsverstoß hat. Möchte ich jetzt überhaupt nicht weiter darauf eingehen. Aber wenn eben dieses Content-ID-System festgestellt hat, hier, das gehört aber einem anderen, ja, dann ist das ziemlich schlecht für den Kanal. Aber wenn man das aktiviert hat, kann man hier sagen, nee, stimmt gar nicht, ist gar nicht wahr, ist nämlich meins und ich kann das auch beweisen. Ist dann natürlich nur sinnig, wenn man es halt auch wirklich beweisen kann, dass es alles das eigene ist und es natürlich dann auch wirklich das eigene ist, nicht wahr? Als letzten Punkt, nicht gelistete und private Videos. Ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil eigentlich kann auch jeder Kanal nicht gelistete und private Videos hochladen, oder? Also, keine Ahnung. Es steht auf jeden Fall hier und es ist halt da. Nehmen wir es hin. Ich meine, ne? Kann man nichts tun. Schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Wir klicken also hier auf diesen Bestätigen-Button und kommen dann hier auf diese Seite. Hier können wir jetzt unser Land auswählen. Das ist natürlich Deutschland hier. Und dann eine Mobilnummer muss man eingeben, also die Handynummer. Die gibt man da dann ein und klickt dann hier auf Senden. Was dann passiert, das dauert so 10 Minuten oder was ungefähr. Man kriegt dann also einen Bestätigungscode zugesendet, den man dann auf der nächsten Seite eingeben muss. Ja, auf dieser Seite sieht man hier schon, gib deinen Code ein, den hat man also nach irgendwie 10 Minuten oder sowas per SMS zugeschickt bekommen. Den trägt man dann hier ein und sagt dann bestätigen. Und wenn man das gemacht hat, juhu, sind wir hier
auf dieser Seite. Wir sind als Partner bestätigt und konnten dann hier eben auch diese Content-ID-Anfechtung zum Beispiel aktivieren und können jetzt auf diese Funktion zugreifen. Ja, das Einzige, was jetzt, sage ich mal, diesen zweitrangigen Partner in Anführungsstrichen jetzt von dem echten Partner unterscheidet, ist eben dieses Banner. Es gibt natürlich ein paar Partner, die haben noch irgendwelche Special-Funktionen, aber das ist natürlich ziemlich selten. Grundsätzlich fehlt jetzt nur noch das Banner für den Durchschnittsbenutzer. Ansonsten bis zu dem nächsten Video von Orange and Black.